Hallo, ich bin Mona und ich freue mich sehr, dass ihr heute bei uns auf der Baustelle zu Besuch seid. Heute geht es um unsere neuen Grundrisse, wie ich schon beim letzten Blogartikel angekündigt habe. Und wir sind jetzt hier im Obergeschoss unseres Hauses und hier werden wir die größten Änderungen im Grundriss vornehmen, weil hier war die große Herausforderung, ein Vollbad zu integrieren. Und da gehe ich jetzt mit euch hin. Ja, also hier sind wir jetzt in unserem zukünftigen Badezimmer. Hier werden wir die Tür zum Schlafzimmer zumachen und zum Flur hin eine neue Tür einbauen. Mit einem weiteren Flur, der dann das zweite Kinderzimmer erschließt, das seht ihr später auch. Hier werden wir die Badewanne vorm Fenster platzieren. Dort in die Nische, die dann entstehen wird, kommt die Dusche. Hier das Waschbecken und ungefähr da, wo ihr mich jetzt seht, die Toilette. Ja, und hier, wo ihr jetzt die Wand seht, werden wir später den Durchbruch machen, durch den man dann zum einen ins Badezimmer gehen wird und in das zweite Kinderzimmer. Hier komme ich aus der kleinen Gästetoilette. Ich bin relativ klein, wie hier große Menschen reingepasst haben, keine Ahnung. Wir sind jetzt hier im Wohnzimmer. Genau, richtig. Also das wird das Esszimmer hier. Hier hinter der Flügeltür kommt die Küche später, sodass man das erschließen kann. Und im hinteren Bereich wird das Wohnzimmer kommen. So, Mona, das ist jetzt diese berühmte Tür, die ihr entdeckt habt. Genau, genau, richtig. Die werden wir aufarbeiten. Momentan lässt sie sich noch nicht schieben, weil die das mit Putz zugeschmiert haben und auch in den Boden reingenagelt haben. Aber wir hoffen, dass wir sie auf jeden Fall wieder zum Laufen kriegen und dann werden wir sie auf jeden Fall aufarbeiten, mit Weiß, denke ich mal, anmalen und freuen wir uns schon sehr drauf. Es sind ja auch tolle Farben da rausgekommen unter den Tapeten. Genau, das sind zum Teil sogar alte Wandmalereien, die sich hinter den Tapeten verbirgt haben, die wir jetzt freigelegt haben. Mal gucken, ob wir davon ein bisschen was erhalten später, aber das wissen wir noch nicht. Das sind auch richtig massive alte Heizkörper. Genau, die hätten wir auch gerne erhalten, wenn es möglich gewesen wäre, aber leider sind die sehr oft undicht und auch energetisch nicht mehr zeitgemäß, sodass wir uns wahrscheinlich von ihnen verabschieden müssen, leider. Der ist neu und sicher? Genau, ja. Der ist, weiß ich nicht, glaube ich in den 90er Jahren oder vor ein paar Jahren gemacht worden, haben wir auch noch die Rechnung. Nur der kragt ja so ein bisschen unverhältnismäßig aus. Und wenn jetzt hier unten diese Betonterrasse verlängert wird als Holzterrasse über die gesamte Fassadenbreite, dann setzen wir auf die Eckpunkte zwei Stützen. Das sieht einfach harmonischer aus. Okay. Wird ein bisschen leichter dadurch. Das war eine Idee von Mona. Ja, gut. Ja. Ja, ihr Lieben, das war unsere erste Tour durch unsere Baustelle. Vielen Dank, dass ihr hier bei uns zu Besuch wart und ich freue mich schon sehr, euch die nächsten Fortschritte sowohl auf dem Blog als auch bei unserer nächsten Tour durchs Haus zu erzählen. Bis dahin, tschüss!